Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Oxygen Not Included. Ja, der Mordorak hat ja geschrieben, dass wir hier eine eigenartige Bauweise haben, wie wir hier vorangehen, das auszuhöhlen. Ja, kann sein, weiß ich jetzt auch nicht. Mach's halt so. Man kann das natürlich auch von oben nach unten langsam abbauen, aber ist jetzt so halt, ne? Das könnte mal wegräumen. Das könnte auch wegkommen. Kommt da dran? Naja, ne? Kommen die dran? Naja. Dann können wir hier unten noch weitermachen. Ja, wir haben überall was liegen, was alles noch weggeräumt werden kann, ne? Und naja, müssen wir mal schauen. Hier fällt der Dreck runter. Achso, der CO2-Scrubber oder so ähnlich, den sollten wir noch bauen. Das hatte der Mordorak auch geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der in der Forschung vorkommt. Entsalzen. Erz reinigen. Haben wir das hier? Roast. Flüssigkeitsfilter. Den müssen wir haben, um das Wasser wieder sauber zu kriegen. Flüssigkeitsventil. Ich weiß gar nicht, wo der hier ist und wie der aussah. Thermosensor. Espressomaschine. Eiselüfter. War der hierbei? Luftreiniger? Ist das der? Ja, da ist er. Okay, automatische Luftschleuse. Ja, die war damit. Das heißt, der Luftreiniger ist ja doch schon da. Benutzt Wasser, um Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu filtern. Gut, dann müssten wir den hier unten mal machen. Zeig mal gerade, wie sieht das hier aus? Da ist da einmal schlecht. Und da unten wird es noch schlechter, aber vielleicht sollten wir den hier unten bauen. Lass uns mal gerade überlegen, wie wir hier reingraben weiter. Da wäre okay. Und hier wäre auch okay. Warte mal, lass uns mal, das ist die Luftschleuse. Dann lass uns das mal so machen. Und so machen. Ja. Dann können die das so weiterbauen. Dann machen wir ein Mauerwerk da drumherum erstmal. Da so hin. Und das wäre da. Hier ist ja schon wieder knapp daneben, ne? Aber machen wir so, ist erstmal okay. Das passt erstmal so, das können wir erstmal so machen. Bis dahin geht's, ja. Den CO2-Scrubber. Ne, sanitär nicht, Luft muss es sein, wenn er denn hier ist. Ne, ist er nicht. Okay, Klima, das auch nicht. Ach, das Transport haben wir ja jetzt auch schon hier, ne? Automatischer Räumer. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den Scrubber finden sollte. Ist das ein Basiselement? Nee. Sauerstoff, steht da auch dran, ne? So, der Luftreiniger muss dann hier hin. Machen wir da mal hin, ne? Dann gucken wir mal nach Strom. Der braucht nämlich Strom. Da haben wir schon eine Kabelbrücke. Das wäre schon mal so. Und mehr geht gar nicht gerade, okay. Was war das gerade für ein Ding? Nahrungsmangel 2,8, okay. Ah, Biodrucker war das, gut. Dann gucken wir da mal rein. Und was können wir hier machen? Ja, Essen nehmen wir dann erstmal, weil der ist weak, oder? Schnarcher, Kochgrund, Nahrungsmoralbonus, Futz. Ja, wir brauchen ja keine Leute, aber das Essen ist schon alles okay, das nehmen wir erstmal. Können die erstmal ein Omelette essen, ne?
Wie sieht denn das hier aus? Da oben haben wir noch was. Ah, hier ist auch noch was mit. Nur beim Aufräumen. Keine Stromkabel verbunden. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Ja, die tollen Kabel sind ja jetzt auch nicht aktuell. Kupfer zu Kupfererz, Eisen zu Eisenerz. Dann machen wir das mal. Machen wir die Zähne, ne? Haben wir das nicht ausgemacht gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, jetzt ist das so. Na, der produziert aber jetzt auch kein Strom mehr da. Gut, hier haben wir eine intelligente Batterie. Wie ist das Aushöhlen denn so hier so? Okay, da kommt niemand mehr dran. Was haben wir jetzt hier? Den Gasherd. Kupfererz. Wo ist denn hier unsere Abteilung in Sachen Essen? Hier oben. Ich habe jetzt den eigentlich ausgesucht, ne? Nahrung. Gut. Das ist der Gasherd, der dann noch effektiver wahrscheinlich ist. Stromtechnisch sind wir da ein bisschen unterversorgt gerade. Ah, da haben wir schon die neuen Leitungen genommen. Ne, da warten wir erst, bis die neuen Leitungen auch fertig sind. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. Die Ecke da fehlt mir noch so ein bisschen. Ist jetzt aber nicht so entscheidend. Lass uns mal denen sagen, dass sie das jetzt erstmal wegbauen. Kommen sie ja da dran, naja. Genau, da könnten die ja weiterbauen. Aber hier geht es vielleicht nicht durch, ne? Das ist das Problem. Dann kommen schon die Bauarbeiter alle. Ja. Die arbeiten auch zu zweit. Was macht denn hier unsere Luft überhaupt? Das ist ja mit dem Dingens hier unten, müssten wir eigentlich weiterkommen. Haben wir das denn jetzt hier unten schon so weit? Ne, haben wir noch nicht. Das Graben ist ja noch hier auch angesagt dann, ne? Macht das da auch noch hin? Wo war der Dingens? Das würde bedeuten, wir machen hier noch eine Wand runter. Ne? Ja, komm, ziehen wir gerade einmal durch. In der Hoffnung, dass die sich nicht da anziehen. Ach, die Leiter fehlt. Das ist unser Problem. Zip. So. Jetzt geht das auch. Ja, hier müssen wir mal langsam dran denken, dass wir das Wasser machen mit Reinigung und so. So, da wird auf jeden Fall ordentlich gearbeitet. Die machen das. Ja, der braucht ein Stromkabel als erstes, ne? Das geht jetzt auch wieder. Jetzt ist die Frage, ne, wir machen erst hier unten CO2-Geschichte. Das war mir wichtiger. Ach, ist sogar ein ganzes Stück schon gemacht. Okay. Dann müssen wir das mal hier gerade wieder wegmachen, ne? Ach so, das ist schon gebaut. Okay, dann machen wir das anders. Ja, komm, das Kabel dann weiter. So und so. Nur wohin ist die Frage? Hier? Hier können wir irgendwie was machen. Wie generieren wir denn hier Strom? Holzgenerator. Produziert Kohlendioxid und Wärme, ja, damit wir dann Wasserstoffgenerator. Was haben wir denn hier unten noch? Kleiner Transformator. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern, dass die Spannung nicht so groß ist im Netz, ne? Das ist ein Relais hier unten. Hier muss eine Batterie hin. Machen wir erstmal so eine hin. Die kommt da hin. Und dann machen wir da ein Hamsterrad erstmal hin, oder? Und da binden wir jetzt gerade mal so an.
Und da flitzte gerade einer vorbei. So, hier unten sind wir auch schon weitergekommen. Ja, hier unten ist es mit dem Sauerstoff jetzt noch das Problem, ne? Hier ist das Wasser bald alle. Dann können wir den Raum auch neu nutzen. Der Entleerer muss woanders hin. Der wird dann hier irgendwann stationiert werden. Ah, da sind wir auch nicht hingekommen, ne? Kriegen wir so, oder? Genauso wie wir das, das können wir später noch machen. Die Sachen kommen ja auf jeden Fall weg. Das klappt ja auch. Es wird hier gerade nichts abgebaut, ne? Hier ist das schon mal gut. Da schläft jemand auf der Straße, aber das ist... Wer ist denn das? Schlafen selbst, okay. Bubbles. Ist denn Bubbles jemand, der Nachtschicht macht oder sowas? Haben wir Forschung am Gange, ja, ne? Ne, Forschung war eben fertig. Das sind alles so Sachen, ne? Was haben wir hier? Ein Salzer. Ja, das lass mal das machen, das ist schon eine ganz coole Geschichte, denke ich mal. Da hat einer ein Update gekriegt. Aber insgesamt noch nicht. So, was läuft jetzt hier? Die sind. Oh, der ist schon krank da, oder was? Den muss ich mal gleich beobachten. Er ist hier derjenige, der da runtergerompt ist. Eine Lebensmittelvergiftung. Aber ich glaube, das geht weg, oder? ...0,6 Zyklen, das werden wir schon hinkriegen. So, das ist alles soweit gut. Jetzt muss noch der hintere Bereich gebaut werden oder abgebaut werden, vor allem. Ich glaube, wir können mal die Leiter hier weiter durchziehen. Und die kann weg. Wie sieht es hier unten aus? Da wird noch nicht gearbeitet. Hier könnte auch gearbeitet werden. Da wird jetzt gerade zugeliefert. Das bedeutet eigentlich, dass die da auch gleich buddeln müssen oder so. Das ist weg. Da wird geholt und hoffentlich dann die Treppe gebaut. Ja, wird gemacht. Ja, hier ist das Wasser. Aufwischen geht noch nicht, ne? Dafür ist es noch zu viel. Ja. Da könnte man aufwischen. Naja, müssen wir mal gucken. Das kommt bald runter. Ja, das ist jetzt wichtig, dass wir das fertig kriegen. Weil dieses wollen wir ja auch noch gewinnen dann, ne? Ja. Forschung läuft, okay. Elektrische Batterie, sind wir zu Gange dran. Was macht denn der Ofen? Der ist fertig, hat aber keinen Strom. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das noch hinkriegen. Okay, da haben wir wieder kein Material für. Jetzt ist aber gerade was fertig geworden. Nicht, doch nicht. Ja, ich müsste es... Ja. Wie war das denn hier noch? Ja komm, mach mal jetzt gucken, aber ja, jetzt kriegen wir es auch hin. Der braucht nur Strom, dann kann man da kochen. Was kann man denn hier so kochen? Eingelegte Mahlzeiten, die sind... Kann man die... Kann man doch immer machen wahrscheinlich, oder? Es
fehlt jetzt hier? Treibstoff. Ach, der braucht Gas. Okay. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Erdgas brauchen wir da, ne? Ja, da müssen wir wohl noch dran arbeiten, dass wir Erdgas haben. Irgendwo war das. Das ist Wasserstoff. Naja, okay. Gucken wir erstmal hier weiter. Die Seite ist fertig. Hier geht es noch nicht voran. Ja. Da wird Strom gemacht. Da wird doppelt geforscht. Das ist schon mal cool. Wie sieht es mit Essen aus? Ganz schlecht. Und den haben wir ja auch ausgemacht, ne? Dafür ist der da oben eigentlich an. Aber da fehlt es an... Wir machen den mal auf Dauer und da unten machen wir mal auf Matschregel auch erstmal auf Dauer. Dann frittieren wir den. Ich glaube, dann ist der nicht mehr ganz so schlimm, oder? Mit krank sein und so, oder? Bin mir aber nicht sicher. Das kannst du schon mal wieder ausmachen. Ja, dann ist das erstmal gut so. Da fehlt sowieso dran. Kannst du also auch ausmachen. So, jetzt fehlt da nur der Matsch. Hier läuft's, aber da nicht. Was fehlt denn hier? Wachstum, Stopp, Körpertemperatur. Oh, ist zu kalt hier oben. Es gestaltet sich gerade schwierig. Wie ist er denn jetzt wieder drauf hier gerade? Okay, der ist gleich wieder gesund. Ist das so? Würde ich gerne lieber gucken. Er ist auf jeden Fall gerade was nicht Schlechtes. Eine Minute noch, eine gute Minute noch. Hier fehlt auch was. Forschung läuft hier. Matschregel hat keinen Strom. Okay, hier wird gerade ordentlich gemacht, oder? Wo habe ich denn jetzt hier? Ach, das war ganz unten dann. Okay, hier unten ist schon mal die CO2-Kiste gebaut. Da sind wir schon mal auf einem guten Weg, oder? Was ist denn mit ihm jetzt hier? 35 Sekunden. Es muss hier noch zwei Sachen gebaut werden. Er ist derjenige, den wir gerade auch ausgewählt haben. Kriegen die das noch hin hier? Ich hätte gern, dass ihr die Stromleitung macht. Kein Eisen. Okay. Okay, die müsste gleich weg sein, die Lebensmittelvergiftung, oder? Er hat wenig Sauerstoff und er hat keine Lebensmittelvergiftung. Das ist schon mal sehr schön. So. Was haben wir jetzt hier? Kein Strom. Was ist denn jetzt hier mit den Kabeln? Die fehlen da noch. Okay. Dafür müssten wir gucken, dass wir hier oben... Ah, oh, da wäre aufgestiegen. Dann sollten wir da mal schnell gucken. Ja, da ist das rote Herzchen dran. Dann machen wir das auch. Und hier auch. Astronomische Forschung haben wir da. Das ist ja schon mal gut. Was hat man hier? Ach so, unsere Kolonie hat hier wieder ein super Gimmick geschafft. Es ist nicht roh. Wunderbar. Gut, das haben wir geregelt. Hier unten fehlt es jetzt an Wasser. Die Pumpe haben wir ja da. Sanitär, Rohrleitung. Die haben wir da hochgelegt, okay. Die können wir auch darunter legen. Gut, und dann haben wir schmutziges Wasser, was da oben dran muss, ne? So.
So, dann wird der Schmutzige da rein, das ist gut. Und dann müssen wir nur gucken, tja, dass wir die Filtermaschine noch irgendwo hinkriegen, ne? Glaubt ihr, können wir hier hin machen. Okay, die Forschung ist durch. Jetzt haben wir hier den Erzreiniger. Okay, und das zweite ist der Entsalzer. Gut, was braucht man? Sanitär wahrscheinlich, oder? Flüssigkeits... Ne, das ist nicht hier. Flüssigkeitsfilter, da ist er. Der muss dann hier rein. Genau, mach den mal dahin. Und dann brauchen wir Sanitär, eine Brücke, Rohrbrücke. Und zwar müssten wir das sauberes Wasser rein, dreckiges raus. Dreckiges ist da. Oh, das wird hier schwierig mit der Brücke dann. Okay. Stopp mal schnell, dann müssen wir hier was abbrechen. Gut. Und nochmal das Ganze. Sanitär. Rohrbrücke. Nochmal Sanitär bitte. Rohrbrücke. So, der weiße ist der Einlass. Und der andere... Das heißt, wir müssen den... Ah, das war falsch. Drehen. Ich glaube, das muss so rum. Und da muss es dann... Oh Gott, das schaffen wir alle gar nicht so, oder? Geht das so? So. Und dann das Rohr. Und so müsste das richtig sein, oder? Der ist aber falsch. Das bedeutet, wir müssen das nochmal schnell wegreißen. Weil das funktioniert so nicht. Nochmal Sanitär, nochmal Rohrbrücke. Nochmal umdrehen und so rummachen. Nee, Sanitär, die Leitung war schon richtig, aber das da, die beiden kannst du verbinden. Wir müssen jetzt hier da kommt frisches Wasser rein. Also so. Und da kommt schmutziges Wasser rein. Also so. Und das da unten kann wieder weg. Und hier unten ist der grüne ist der Ausgang. Der Ausgang hat hier schmutziges Wasser. Richtig? Und wenn der schmutziges Wasser hat, dann ist das ja so. Dann sollte das so richtig sein. So, das schmutzige Wasser muss da rein. Hier ist wieder was falsch. Kannst du wieder abreißen hier. Das war noch verkehrt. Und das ist, glaube ich, auch verkehrt dann, oder? Wir müssen hier Eingang schmutziges Wasser haben. Das bedeutet, da eine Rohrbrücke hin. War das so rum richtig jetzt? Ich glaube ja, ne? Nee. Irgendwas ist jetzt hier gerade falsch.
Grün ist ein Ausgang, weiß ist ein Eingang. So ist es richtig. So ist es richtig und so ist es richtig. Die pumpt den Dreck da rein. Wird sauber gemacht und diese Rohrbrücke ist über. Richtig? Das schmutzige Wasser. Warte mal, nimm mal hier die Rohrbrücke und zerleg die. Die braucht da nicht hin. Sanitär, normal, Leitung. Schmutziges Wasser kommt dahin. Die Rohrbrücke ist da. Passt so, oder? Ne, wir haben hier wieder was falsch. Schnell weg hier. Das ist sauberes Wasser. Das können wir ganz einfach da anschließen. Das kommt hier dran, ne? Das saubere Wasser kommt dann dahin und dahin. Alles ist gut. So, und das schmutzige Wasser wird da reingepumpt, wird gereinigt und dann ist es da. Genau. Hier unten haben wir sauberes Wasser kommt an, schmutziges kommt raus. Schmutziges Wasser muss da oben hin. Also da lang. So, und dann Rohr zerlegen. Also Rohr zerlegen. Passt. Ich glaube, so ist es vielleicht richtig. So, jetzt müssen wir noch gucken, was ist das für ein Ende, was da ist. Dieses Stück hier ist über. Rohr zerlegen. Zerlegen. So, das wird alles weg. Und da ist, glaube ich, auch noch ein Stück. Das kann auch noch weg. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, dann graben wir hier noch was aus. Und baue hier hinten noch eine schicke Wand runter. So, jetzt haben wir es, oder? So, hier hat es ja mal geklappt. Das bedeutet, wir graben mal hier hinten jetzt was aus. Und graben da noch weg. Und da noch weg dann. Wie weit sie hochkommen, weiß ich noch nicht, aber das werden wir mit einer Leiter notfalls lösen können. Gucken wir mal. Blöd ist nur, wenn die das jetzt wegreißen, dann kommt das Wasser schon durch und wir sind unten noch nicht fertig, also müssen wir das nochmal abbrechen. Also das wegarbeiten. Da ist einer aufgestiegen. Fertigkeiten, oh, reichlich sogar. Das machen wir mit den Kranken auf jeden Fall. Herzchen werden gelöst. So. 2, 2, 2, 2. Hier ist nur einer, also Elektrotechnikbedienung gibt es jetzt auch zwei. Und hier haben wir. Herzchen sind erledigt. Da oben gibt es nur einen, also wird das der zweite. Hier unten haben wir noch jemanden. Herzchen wäre da, ist aber irgendwie noch nicht machbar.
Wieso geht denn das nicht? Ach so, da fehlt die Voraussetzung. Dann machen wir das erst. Und dann sind die erledigt. Gut. Essen, 1500, nicht gerade viel. Hier geht schon mal was. Batterie wurde auch benutzt. Kriegen wir jetzt hier schon Sauerstoff mit Stromanschluss? Nein. Priorität bitte einmal ändern, hier unten auf 9. Das macht noch keiner. Hier wird gerade schon fertig gebaut. Cool. So, ja, da fehlt noch der Strom und das Wasser. Strom, ist es denn soweit geklärt hier? Nö. Gut. Kein Sauerstoff, ist klar. Ist denn hier direkt die Luft drin? Verschmutzte Sauerstoff, ja. Okay, da wird krass gebaut. Hier unten haben wir Prio hochgemacht, da passiert aber nichts. Hier wird jetzt hoffentlich was fertig. Hier geht gar nicht. Ah, da wird gerade geliefert. Und braucht nur noch angeschlossen gleich werden. So, da kommt hoffentlich jetzt der... Nee, doch nicht. Hier fehlt es auch noch. Da ist schon fertig. Da kommt noch jemand und macht da unten was. Sandstein geholt, okay. Und liefert da an den Reiniger. Rohr ist angeschlossen. Wasserleitung steht. Ja, soweit sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus hier, ne? Was macht der Sauerstoff? Okay, der ist hier unten jetzt noch nicht klar, weil noch, ne? Aber in den Schlafräumen bis auf diesen, obwohl der schläft, glaube ich, vielleicht auch noch ganz gut, geht's eigentlich. Hier oben bin ich ja ganz zufrieden mit dem Sauerstoff. Ja, Langeweile läuft. Da oben müssen wir noch Gas haben zum Heizen, zum Befeuern. Ja, nächster Tag läuft. Hier geht's ja auch noch ein bisschen runter schon, ne? Da rutscht einer runter, aber leider nicht tief genug, aber hierhin zum Abbauen, das ist cool. Der macht's auf jeden Fall. So, dann können wir hier die nächsten zwei graben. Da auch. Gräbt sich selber da den Boden unter den Füßen weg. Der geht sowieso komplett, weil kann man ja von unten auch abbauen. Ah, da fehlt es an Luft. Haben die das jetzt hier weggemacht? Ja, geht. Ah, da ist schon mal was voll. Kohle. Wir können keine Kohle liefern. Jetzt haben wir da so einen hochtechnisierten Dingens. Warte mal, da müssen wir aber mit Strom da irgendwie versorgen können, oder? Ist ja nur so ein Teil hier, ey. Ja, ist ein intelligentes Lagersystem, ne? Jetzt ist die Frage, wie... Filter nicht eingestellt, das kriegen wir aber hin, ne? Kohle. Das ist organisch Kohle? Ne. Rohmineralien, war da Kohle? Auch oh, nicht. Wo ist denn Kohle zugehörend? Wo ist denn Kohle, bitteschön? Das ist jetzt voll. Nee,
Algen haben wir keine, okay. Und der Erze laufen, nee, okay, da hätte ich das jetzt nicht einsortiert, aber okay. Und dann fehlt uns dann noch der Automatismus. Wofür der gut ist, weiß ich nicht. Ach, für das automatische Transportsystem wahrscheinlich, ne? Hm, das könnte sein. So, hier sieht es ja schon mal nett aus, ne? Ne, da können wir jetzt erstmal so wieder arbeiten. So, das kommt weg. Und was haben wir hier noch? Granit. Granitlager ist auch voll. Okay. Ja, wir müssen dann doch erstmal noch hier welche vom bauen. So, er kann Kohle kriegen jetzt, ne? Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob ich auch noch einen elektrischen, automatischen bauen kann. Nein, da fehlen die Rohstoffe, die hier drin sein sollten. Kann sein, dass wir kein Kupfererz irgendwo reinlagern können und dass es deswegen hier nicht klappt. Dass die nicht weggeschafft werden können. Das ist hier bestimmt fürs automatische System dann, ne? Aber da geht ja was rein. Ich glaube, da geht auch was rein. So, wie sieht's denn so aus? Ja, da kommt erstmal wieder unser Dingens hoch. Guck ich schnell rein noch. Und Hatchling-Eier. Ja, macht nichts, nehmen wir. Gut. Was fehlt hier jetzt immer noch? Granit. Granit. Rohmaterialien, Granit. Gut. Dann kann das alles abgebaut werden. Das ist schon mal cool. Das ist wichtig, dass es jetzt schnell da geht, damit wir das Wasser ablassen können, ne? Wir haben nämlich ganz viel Wasser hier. Das kannst du schon auffischen, glaube ich, ne? Ja. Dann sollten wir diese Pumpe... Der Kanisterentleerer. Den kann ich jetzt nicht verschieben, ne? Dann bauen wir da gerade einen neuen. Nee. Nee. Kommt der da hin? Das ist die Frage. Nee, das wollten wir ja weghaben. Der sollte woanders stehen dann. Dann bleibt der erst noch weg. Gut. Aber wenn die vorne weggraben, dann geht das nicht. Dann müssen wir so machen. Ja, schauen wir mal. Ist er denn jetzt schon am Arbeiten? Woran fehlt es denn hier? Strom? Der ist angeschlossen, die Batterie hat auch Strom. Er hat noch keinen Strom. Und Sanitär, Rohrleitung. Wieso funktioniert das Ding noch nicht? Ja, der Luftreiniger weiß ich jetzt nicht, warum der noch nicht geht. Der müsste doch schon längst laufen, oder? Achso, der hat kein Wasser. Wo muss denn das Wasser herkommen? Achso, das kommt von da. Hm, und da kommt noch kein Wasser, weil das hier noch nicht fertig ist.
Komm Leute, jetzt macht mal ein bisschen schneller hier. Jetzt graben wir das noch weg. Was ist denn hier wieder nicht nicht wegräumbar? Nährstoffreiche Erde. Zack. Prio schnell auf 9. So, der ist auch schon weg. Das auch nochmal graben, bitte. So, und dann geht's da schon los. Jeder zweite könnte ja abgeräumt werden, oder? Die können ja hüppen. Zack, jetzt mal schneller hier, Jungs. Ich will das Wasser hier noch runter haben. Wir sind schon super lang in der Folge, aber jetzt möchte ich das Wasser noch sehen. Ah, hier unten ist schon wieder was voll. Magmatit. Mann, 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 Mann. Ah, wieder einen daneben, glaube ich. Und dann können wir gleich schon den nächsten anstoßen wieder. Machen wir auch. Ja, das ist nämlich voll. Wir müssen uns dann doch langsam sputen, dass wir das Sauberwasser hinkriegen. Und dann weitermachen. Müssen wir das hier irgendwie anders gestalten? Weiß ich nicht. Hier fehlt es noch an Strom. Prioritäten mal ändern. Ja. Da mal die Prio hoch. Da haben wir sie auch hoch. So, jetzt sollte das erstmal gehen alles, oder? Jetzt mach mal ein bisschen hier was voran, Jungs. Ihr seid doch alle aufgestanden, oder? Ja. Wie weit ist das mit dem Wasser? Da ist ein Rohr blockiert. Wo ist denn der Klempner? Achso, das Rohr ist blockiert, weil nichts gebraucht wird wahrscheinlich, ne? Okay. Wie sieht's mit Essen aus? 1800, das ist noch knapp, ne? Er hat es gerade gemacht, aber nicht richtig, oder was? Kein blassen Schimmer, aber ich mache jetzt noch eine Leiter daneben, weil der kommt da, glaube ich, nicht hin, derjenige. 43 Minuten, die Folge wird immer länger. Und holt ab. Springt rüber und holt ab. Er ist ganz gemütlich am Laufen, der Hassan. Da ist wieder einer, da ist ein Bergbauer, der arbeitet jetzt hier den Stein endlich fertig. Und da auch. Aber jetzt wird's spannend, oder? Jetzt geht er da hin oder nicht? Er kommt da nicht dran, glaube ich. Aber jetzt ist gleich die Leiter fertig, dann kommt er da dran, oder? So, jetzt bin ich gespannt. Ja, er ist jetzt weiß geworden. Wer macht es? Er? Nein. Passende Person ist noch nicht da. Das bedeutet auch, dass dieser
Doch, der könnte von oben gemacht werden, alles klar. Ein Bergbauer kommt. Okay, der wird jetzt von da abgebaut. Und der geht ins Wasser und holt sich nasse Füße. Gut. So, dann können wir das zerlegen. Und Abbruch. Naja, doch, er macht's jetzt von da oben. So, und jetzt läuft das ganze viele Wasser darunter. Jetzt kriegt die Pumpe da unten das Wasser gleich. Und dann funktioniert unser Kohlenstoffzeug da. Das sieht gut aus. Das ist mit dem Wasser und dem Berg ist schon cool. Okay. Das ab. Das können wir zerlegen. Und jetzt läuft hier unten auch unser Sauerstoffproduktion, oder? Oder Kohlenstofffilter. Wo kommt's nur hin? Das ist die Frage, ne? Hier rein tropft's jetzt die ganze Zeit. Und der hier wird nicht fertig. Prio ist schon hoch. Die laufen da natürlich gerade alle runter. Was ist hier? Sandstein und Erde voll. Die sind jetzt wunderbar da am Laufen. Erdlager brauchen wir noch schnell. Läuft, ne? So. Damit haben wir das hier erledigt. Hier fehlen nochmal zwei Steine. Keine Ahnung, wann die abgebaut worden sind. Und wir können das hier weggraben. Passt. Hier. Keine Ahnung, wo der Auslauf weg ist. Den müssen wir in der nächsten Folge dann nochmal begucken, wo und wann der da hinkommt. Ne? Ja, wir sind gerade bei 0 Kalorien. Wir haben Leute, die da gleich verhungern werden. Forschung ist abgeschlossen. Wir haben wieder nichts wahrscheinlich weiter erforscht, oder? Kann das sein? Machen wir schnell noch was an. Ja, komm, zack, machen wir erstmal so. Gut, okay. Das, was wir vorhaben, läuft jetzt gerade. Das Wasser soll da auch noch hinfließen. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal genug sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Und ja, Kommentare gerne wieder. Mordorak, schreibt was rein zum Beispiel. Und alle anderen können natürlich auch gerne was reinschreiben. Und dann schauen wir mal weiter, oder? Alles klar, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.